Jonglieren gehört zu den beliebtesten Arten der Zirkuskunst in diesem Wettbewerb. Und jongliert wird mit allen möglichen und unmöglichen Dingen. Der 22-jährige Roberti Junior stammt aus einer echten Zirkusfamilie, in der alle verschiedenen Disziplinen der Manege ausgeübt werden, außer dem Jonglieren. Also sagte sich Roberti Junior nach seiner Pflichtausbildung in Akrobatik und Gleichgewicht, dann werde ich Jongleur. Die 25-jährige Laurence ist Schülerin der Nationalen Zirkusschule. Seit 2 Jahren arbeitet sie an ihrer Nummer. Kein Wunder, denn das Balancieren der Leiter ist schwieriger als Seiltanzen. Fallen und nochmals fallen heißt das harte Los, wenn man die Sprossen zum Erfolg erklimmen will. Doch Laurence hat es offenbar geschafft. Mark Robertson aus England, 17 Jahre alt. Seit seinem 4. Altersjahr trainiert er täglich 7 Stunden. Das Spiel mit den Stäben wurde schon im alten China gezeigt und hieß die Teufelsstäbe. Marks Vater war Jojo-Meister und darum musste das Jojo auch in seine Nummer eingefügt werden. Während den Pausen beobachtet Mark, völlig gefesselt, das unglaubliche Können des einzigartigen Serge Ignatov. Left hand, you must left hand down, yeah. And you here up, here no down. You must down, yeah. Down. And you up. Yeah. You must down, left. Yes, and yes. Take up and down, take up ink. Okay. Serge wurde in der Zirkusschule Moskau ausgebildet und gilt heute als einer der besten Jongleure überhaupt. Vielleicht ist er sogar der Beste der Welt.
Seit seinem 15. Altersjahr heißt seine Arbeit Jonglieren. Die Beanspruchung der Augen ist dabei übermäßig hoch, wenn man bedenkt, dass man alle fliegenden Objekte im Auge behalten muss. Serge trägt Kontaktlinsen, was seine Arbeit keineswegs erleichtert. Sein Teil. Er wurde vom Moskauer Staatszirkus zur Fouriere der Frankreich-Tournee als jüngster Artist delegiert. Es gibt eine Anekdote über ihn. Eines Abends hatte er bei seinem Auftritt die Kontaktlinsen vergessen. Dennoch führte er seine Nummer ohne irgendeinen Fehler vor. Das grenzt schon fast an Zauberei. Sein verblüffendstes Kunststück, das Jonglieren von 9 Reifen, einzigartig auf der Welt. Ein richtiges Wettrennen mit Sekundenbruchteilen. Und 9. Fantastisch. Von der 1962 gegründeten staatlichen Zirkusschule Kairo wurden mehrere Nummern gezeigt, die alle von den chinesischen Akrobatikspielen geprägt sind. Das überrascht nicht, denn es ist eine Tatsache, dass seit Jahrtausenden in China und Ägypten alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Tische, Stühle, Teller und Krüge für akrobatische Fantasien benutzt werden. Hier ein Speer, wie man ihn auf den Königsgräbern finden kann. Oder in der Peking-Oper.
Der klassische Tanz der Teller. Miriam von der Nationalen Zirkusschule hat das Washington-Trapez gewählt, obwohl es um einiges schwieriger ist als das herkömmliche Trapez. Man lässt es viel öfter mit den Händen los. Dies ist Miriams erster Auftritt überhaupt. Man spürt ihre Spannung und Konzentration förmlich. Pierino aus der Schweiz ist sehr vielseitig begabt und nimmt gleich mit einem halben Dutzend verschiedener Auftritte teil. Als Mimiker, Gleichgewichtskünstler und Musiker.
hier die kleinsten Teilnehmer, die Gymnastikschüler der rumänischen Sport- und Zirkusschule Bukarest. Hier noch einmal die Salve, diesmal am russischen Barren, den sie selbst Persch Kosakewitsch nennen. Alexis Grüß meint zu dieser Nummer: Das ist genau das, was ich in meiner Schule machen möchte. Solche Nummern aufstellen, und zwar mit Truppen, die aus vielen jungen Leuten zusammengesetzt sind. Bestimmt genügend Möglichkeiten, die Artisten für eine solche Nummer zusammenzubringen. Das Schwierige ist nur, sie auch zusammenzuhalten. Es gibt immer wieder Probleme, Junge zu finden, die sich alle gut verstehen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine ausgezeichnete Trampolintruppe, aber die Artisten kamen untereinander nicht aus. Und die Nummer fiel auseinander. Thank you.
Die Jury der diesjährigen Bourse Louis Merlin mit Jacques Tati. Es war nicht leicht für die Jury, die Entscheide zu fällen, denn jede einzelne der 35 Nummern hätte eine Auszeichnung verdient. Die 22-jährige Isabella aus Dänemark. Ihr Anmut und ihr Charme lassen uns die Schwierigkeiten ihrer Nummer völlig vergessen. Susanna aus der Prager Schule. Ihre Leistung ist bemerkenswert. Hier die vielleicht schwierigste Nummer, obwohl dies nicht auf den ersten Blick erkennbar sein mag. Sandy Sun, Französin und Schülerin von André Jean und André Taillefer, wagt so tollkühne Dinge, dass sogar die Profis zittern. Sie hängt nur an ihren bloßen Fersen, in einer schwindelnden Höhe von 10 Metern über der Manege. Und das alles ohne Sicherheitsnetz. Es gibt nur wenige Männer, die Trapeznummern zeigen. Warum eigentlich? Alexis Grüß meint,
dass sich Trapeznummern vor allem für Frauen eignen. Dennoch gab es einmal eine Ausnahme, nämlich Babette. Sie war eine außergewöhnliche Trapezartistin und man merkte sehr lange nicht, dass sie ein Mann war. André Taillefer beobachtet seine beiden letzten Entdeckungen, Juliette und Claire, 18 und 20 Jahre alt. Ihre Synchronität ist absolute Perfektion. Auch André Taillefer selbst beherrschte sein Metier. Heute aber, mit 80 Jahren, sieht er seine Aufgabe darin, junge Leute von seiner Erfahrung profitieren zu lassen. Nochmals die Dynamic Show mit einer spektakulären Schaukelnummer. Und hier der gigantische menschliche Turm der Dynamic Show. Dynamique
waghalsig und tollkühn. Der Salto Mortale durch den Flammenreif. Die Bourse Louis Merlin sind beendet. Doch wichtiger als die Auszeichnungen ist die Begeisterung, mit der die jungen Artisten ihr Können zeigten. Viele von ihnen werden eine große Laufbahn vor sich haben. Jetzt sind sie erst am Anfang. Und vielleicht sind sie die großen Stars von morgen. Sympathique visite. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.